Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Berliner Mettwurst. Wir benötigen dazu Schweineschulter, Schweinebauch und Gewürze. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir geben das gesamte Fleisch zuerst in eine große Schüssel und verteilen es. Dann kommen die Gewürze dazu. Jetzt wird alles vermengt, um die Gewürze zu verteilen. Das gewürzte Fleisch kommt nun in den Fleischwolf. Wir wolfen durch die 3 mm Scheibe. Jetzt wird die Masse bindig geknetet. Nehmt euch dafür ruhig ein paar Minuten Zeit. So muss das dann aussehen. Die Schweinedärme wurden gewässert und dann kann die Spritze befüllt werden. Die Masse wird zu Ballen geformt und mit Schwung in die Füllmaschine geworfen, damit es keine Luftanschlüsse gibt. Jetzt wird der Darm auf das Füllrohr gezogen. Etwas anspritzen, damit sich der Darm leichter aufziehen lässt.
Dann werden die Würste stramm und luftfrei gefüllt. Wir binden sie dann nur noch zu Ringen ab. Die Würste werden nun für 2 Tage bei Zimmertemperatur zum Abtrocknen und Umröten aufgehangen. Dann können sie in den Rauch. Wir räuchern kalt bei 25 Grad, 2 mal 2 Stunden mit 1 Stunde Pause. Jetzt kommen sie aus dem Rauch und können noch bis zur gewünschten Festigkeit bei 16 bis 18 Grad aufgehangen werden. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Hervorragend. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.